Ja, hallöchen, meine lieben Freunde. Ich mal wieder hier, eine lange kein Video mehr gemacht, aber es war einfach mal an der Zeit. Und ich nehme euch jetzt mal ganz kurz mit. Ich bin jetzt unten hier am Santa Monica Pier. Und ja, was soll ich sagen? Ne? Ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch mal, wie das hier so aussieht. Und jetzt kommt hier auch schön die schöne Sonne. Ich hoffe, es geht allen einigermaßen okay, da wo ihr seid. Ne? Man hört ja wieder die lustigsten Dinge. Ne? Von daher drücke ich euch erstmal die Daumen, aber guckt euch doch mal bitte das an. Also ich bitte euch. Ne? Ob man mag oder man hätte ja gedacht, es ist eigentlich relativ leer hier, aber nein. Hier sind natürlich wieder Tausende von Menschen, weil die Leute einfach dann irgendwann sagen, ja, ich gehe jetzt einfach raus. Ne? Also hier war es vor ein paar Monaten muss man eigentlich sagen, war es hier noch gesperrt, komplett zu. Aber jetzt, wenn man mal so schaut, ne? Und jetzt sitzen die hier alle schön drin und haben schön Spaß. Ne? Also wie gesagt, ich wollte euch einfach mal kurz mitnehmen, dass ihr mal so sieht, was hier so abgeht, weil ich, sorry. So, jetzt habe ich mich da durchgedrängelt. Also ich bin ja auch ein Schlawiner, oder? Leck mich am Arsch. So Leute, jetzt geht's hier lang. Und das Geile ist, die machen da oben in der Luft auch immer schön Werbung. Da sieht man das von der Weile. Ja, schön. Ist immer auch hier unten bei Santa Monica Pier ist das immer ganz nett. Da fliegen dann immer mit so kleinen Segelflugzeugen lang und machen immer schön Werbung für alles, was heute Abend so abgeht oder generell eine neue App, die rausgekommen ist und so weiter. Und hier kann man sich natürlich dann auch ein von 1000 Hüten. Oh, no worries. Appreciate it. Thank you. Da kann man sich natürlich auch einen schönen Hut hier kaufen. Ist natürlich auch geil. Guckt euch das mal an. Ganz schön viel los, ne? So, Leute. Weiter geht's. Und natürlich, das darf auch nicht verpasst werden. Das muss ich euch jetzt auch mal zeigen. Also, ich bitte euch. One of my favorite movies, guys. I gotta tell you, ne? Wisst ihr alle? Forrest Gump. Okay. Und wo ist Forrest Gump hingegangen? Natürlich hier. Oh yeah, Baba Gump. Leute. Mal sehen, was hier so abgeht. Mal sehen, was hier so abgeht. Und hier kann man natürlich, ne? Wie es die schönen Amerikaner natürlich gerne machen, alles einkaufen. Ne? Merchandise, Shirts, bababa, Caps und so weiter und so fort, ne? Und das Geile ist ja, dass sie immer Leute suchen. Und daher, wer weiß, vielleicht stehe ich da irgendwann drin und mach, ne? Und mach den ganzen Laden und verkaufe schöne Baba Gum Shirts. Der ist auch gut am Chillen hier. Ja. Aber das ist immer geil. Also wenn ihr mal hier seid, Baba Gump, da war ich auch mal. Das Geile ist ja an der Stelle, dass du da, dass sie dann an deinen Tisch kommen und dir auch Fragen stellen zum Film. Und wenn du den richtig beantwortest, dann kriegst du irgendwie ein Geschenk oder so. Also wer mal da war, weiß das. Das ist immer ganz cool. Also wenn ihr mal hier seid, San Francisco sind die ja auch. Oh Gott, jetzt dachte ich schon, ich hätte was verloren. Leute, kennt ihr das Gefühl? Wenn ihr so langlauft und dann merkt ihr, oh Gott, lass mal meine Tasche greifen und dann denkt ihr, ich hab was verloren und dann kriegt ihr ja die Krise. Puh, aber ich hab's noch. So, weiter geht's. Sehr gut. Und das ist natürlich auch richtig geil, Leute. Da nehme ich euch jetzt mal mit. Das müsst ihr halt auch mal gesehen haben. Jaha! Wird ein bisschen laut hier. Nice. Hier gibt es natürlich auch das wunderbare Street Fighter und so, ne? Von daher ist es auch mal richtig cool. Aber müsst ihr mal schauen. Richtig nice. Hier gibt es alle möglichen Geschichten, ne? Die versucht hier gerade ihr Glück. Also Leute, ihr seht, hier geht gut was ab. Und weiter geht's. Ich will euch nochmal nämlich ein kleines Stückchen mitnehmen. Bisschen runter an den Pier eigentlich, ne? Dass ihr einfach mal so seht, was abgeht. Und also to my American people, just very quick. I mean, probably a lot of you guys have seen that before. Santa Monica Pier. And I'm just showing my, you know, non-American people, I'd say. German people, Swiss, Austrians, talking a little bit of German. And yeah, that's pretty much it. So, Leute, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's wieder los. Ui, ja, ja. So, ich muss mich jetzt mal hier durchhangen, weil ihr, wie ihr seht, ist da einiges los. Also die Leute sind gut, no worries. Die Leute sind gut am Start. Leckt mich an. Also Leute, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass es hier so voll ist. Also das muss man ja auch mal wieder sagen.
And this is like Pacific Park, right? There you go. Ich denke mich jetzt mal hier so durch. Hallo. Weil dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit zum Riesenrad, liebe Freunde. Ne? Wenn sie mich hier durchlassen. Ich hänge mich jetzt. Ich muss ein bisschen schnell sein hier, weil. Ups, oh, sorry, sorry, sorry. Weil Leute natürlich immer hier. Ne? Das ist so das Riesenrad, das kennt man wahrscheinlich von Bildern. Ist immer ganz nice. Aber ich bin echt erstaunt, wie voll es doch ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht erwartet. Also es überrascht schon ein bisschen. Aber wie ihr seht, das ist immer ganz geil. Die Schlange ist natürlich auch riesig. Leckt mich am Arsch. Leute, guckt euch das bitte mal an. Also das dauert natürlich alles ein Weilchen. Und ich schaue jetzt einfach mal so durch. Das erinnert natürlich an die Jahresmärkte bei uns. Ne, ist im Prinzip genau das gleiche Spielchen. Ne? Genau. Ich habe so ein bisschen Hunger, meine lieben Freunde. Ich hoffe, dass ich irgendwie was finde. Ich meine, finden tue ich schon, aber die Frage, ob ich das jetzt gerade essen sollte, ist so die Sache. Aber hier sind wir jetzt einfach mal. Hey, jetzt geht die natürlich hier ab. Leck mich am Arsch, ne? Also Achterbahn gibt es hier auch noch. Und jetzt sind wir hier mal schön. Ne? Das ist schon... ist schon very beautiful, ne? Das ist schon... eine Geschichte, die muss man doch mal gesehen haben. Und das Wasser ist trotzdem, ich meine, im August geht's, da ist es nicht so kalt, aber ansonsten ist das Wasser schon, das muss man jetzt mal wirklich sagen, für alle, die denken, dass sie hierher kommen und man kann einfach so leicht ins Wasser gehen, es ist schon brutal kalt, das darf man nicht vergessen, ne? Es ist schon nicht so ohne. Und jetzt schlafe ich mal hier so durch. Alter Schwede, hätte ich nicht gedacht, dass hier so viele Leute sind. So, ne? Sieht man das? Ich laufe jetzt mal bis ans Ende, dass ich einfach mal so das Ende sehe, weil am Ende hast du eigentlich so die beste Aussicht auch, weil... ja, da eigentlich dann nichts mehr ist, bis auf Meer. Ne? Aber ihr seht das hier auch schön, wie ich das hier so lang hangelt. Ne? Sehr, sehr schön. Oh, lovely people, guys. I'm always telling my European guys, you know, if they could see that, I mean, it's beautiful, right? If you come here the first time, it looks very beautiful. But then at some point, it's very interesting because even that you live in LA, you do not basically come to the beach every day or every week. It's not really happening, right? So at some point, it's like funny how people are, but we just take it for granted and we do not really do it every day anymore because it becomes so normal. But yeah, ne, Leute, auch für uns ist immer interessant, wenn man hier so langläuft oder generell zum Strand geht, wenn man hier so ist. Wenn man dann hier so lebt, dann macht man das irgendwann gar nicht mehr so wirklich jeden Tag, weil man das ja sowieso dann weiß, dass man einfach hier hingehen kann. Das wird dann so ein bisschen so selbstverständlich, ne? Das ist immer so eine schöne... menschlich, mentale Geschichte, dass man dann einfach weiß, ach, sowieso da gehe ich heute nicht hin. Ne? Und als Tourist bist du wahrscheinlich jeden Tag hier. Aber so ist das. So, people, let's make it happen, you know? That's the end of the pier. And here we are. Here we are. Let's get it happen. Let's make it happen. And we're going to show it to you guys. Also, Leute, hier sind wir jetzt mal. Eine wunderschöne Aussicht, das muss man einfach mal gesehen haben. Schöne Segelboote auch im Hintergrund. Wunderschön. Und das muss man ganz ehrlich sagen, hier kann man sich dann einfach auch mal schön nice hinsetzen, einfach mal so die Gedanken schweifen lassen. Also das hat schon was. Kann man auch nicht jeden Tag. Von daher, ja, auf jeden Fall machen, wenn ihr hier seid, wenn ihr vorhabt, mal herzukommen. Einfach mal hier hinkommen, da kann man sich schön auf so ein Bänkchen setzen. Und einfach mal rausgucken in die Ferne, ne? Auch nice. Here's like dedicated an official Los Angeles County historical landmark. Interesting. What is the landmark? 1975. Alright. Also Leute, das war's. Ich sag mal wieder Tschüss, ne? Hat mich gefreut. Alles Gute, meine Lieben. Bleibt sauber, ne? Lasst euch nicht hängen, nicht aufgeben. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber immer am Start bleiben, immer da am Ball bleiben, nicht aufgeben. Ne? Wenn ihr euch selbst aufgibt, ne, dann ist die Sache sowieso schon vorbei. Also immer weitermachen, genau. Egal wie hart es ist. Es wird auf jeden Fall weitergehen, da bin ich guter Dinge. Ne? Die Zeit wird es zeigen, aber es gibt ja kein Drumherum. Ne? Von daher, ich wünsche euch wirklich alles Gute. Wir hören uns wieder. Das ist nur das Erste. Ich habe ja noch ein paar Sachen im Hintergrund. Bis dahin, ich liebe euch. Also to my English people, English American guys, thank you so much for watching. There's a lot more there's a lot more stuff happening. I have a couple more videos, and yeah, wish you guys
wish you guys a great weekend and we'll see you soon. Peace. Alles Gute. Tschüss. Oh, meine Herr, look dir das mal. Jetzt mache ich hier Denglisch ein bisschen cool. Look at this. Look mal hier. All right, guys. Have a good one. Peace out.